einen wunderschönen guten Tag nochmal. Ja, heute ist der 1. Juni und ich muss sagen, das Wetter hat mich wieder mal enttäuscht. Ich bin gestartet bei 11 Grad, jetzt haben wir gerade mal 14 Grad. Ich stehe hier sozusagen am Schweriner See und hier möchte ich starten. Und zwar genau da geht's lang. Und zwar Richtung Schwerin Schloss. Das schaue ich mir gleich noch an. Und das Ganze ist eine schöne Rundtour. Ich hatte das schon mal auf dem alten Kanal, also vielleicht kennen das vielleicht einige von euch schon, aber ich wollte die Tour erstens nochmal machen, wenn es ein bisschen wärmer ist. Und zweitens mal gibt es ja viele Leute, die gerne mal eine Rundtour machen. Und das ist eine schöne Rundtour, die hat so knapp 20 Kilometer, also ich würde mal so sagen 18 Kilometer plus minus, je nachdem, weil man erst so ein Stück zum Schloss fährt und wieder zurück, aber das seht ihr ja gleich noch. Einsatzpunkt ist an der Seewarte oder zur Seewarte heißt das hier, glaube ich. Hier oben ist gleich die Bundesstraße 104. Und das Schöne ist, man kann hier, ich sag mal, noch gratis parken und auch unbegrenzt. Und zu dieser Tour braucht ihr eigentlich keinen Wagen, kein nix. Ihr könnt hier, wie gesagt, habt ihr ja gerade gesehen, hier kann man parken. Und dann sind das 50 Meter bis zum Wasser. Und man endet sozusagen, man kommt, hier ist dann der lange Graben, so nennt sich das. Kommt man dann nachher wieder rum zurück und kann auch genau hier wieder aussetzen. Ja, das wollte ich euch jedenfalls schon mal gezeigt haben. Das ist der Weg. Schwuppdiwupp. Gut. Etwas zum Nachteil ist natürlich hier, das würde theoretisch natürlich noch besser gehen, aber ich habe jetzt nichts Besseres gefunden. Ansonsten könnte man theoretisch auch da vorne noch, aber ich weiß nicht, das sieht mir ziemlich nach privat aus, da ist ein kleiner Steg, aber egal. Für mich ist das jedenfalls okay und dann würde ich sagen, starten wir mal die Runde. So, damit ihr das mal seht, also oben ist der Start, dann fahren wir Richtung Schloss, Schlossinsel, wieder zurück in den Heidensee, Ziegelsee und dann geht das wieder zurück zur Seewarte, damit ihr es mal gesehen habt. So, wollen wir gucken hier, wie wir hier einsteigen. Die Steine sind natürlich so ein bisschen glitschig hier. Ganz trocken geht es nicht. Aber, ist das zu niedrig? Aber es geht. So, ich zeige euch das mal. Also ich bin jetzt hier einfach ein bisschen auf die Steinchen getreten und dann hier Paddel zur Hilfe, dann geht das eigentlich ganz gut. Ne? So, dann drehen wir euch mal um. So, auf geht's. Schwuppdiwupp. Das Wasser ist schon mal richtig schön klar. Und dann wollen wir mal starten. Und zwar sind wir jetzt auf dem Schweriner Innensee. Und wir fahren jetzt Richtung Schwerin, Schweriner Schloss. Aber wie ihr seht, ich könnte mich auch schon hier eine Runde hinsetzen und Pause machen, aber das tue ich natürlich nicht. Ich muss jetzt erstmal eine Runde fahren. Und bei uns, muss ich ganz ehrlich sagen, war es richtig windig. Also hier ist auch richtig windig, aber ich habe Glück. Ich hätte gedacht, hier sind richtig Wellen und so, aber wie ihr seht, sieht das noch schön ruhig aus. Sehr schön. So, auf geht's. Ja, und wie ihr seht, diese Hausfloß oder ja, Hausboote, die kann man hier natürlich auch mieten. Die habe ich auch schon hier durch die Gegend brützeln sehen. Habe ich ja eben schon gesagt, das Wetter ist nicht so der Hammer. Ich habe jetzt auch schon ein paar Fitzeltropfen abgekriegt. Naja, mal sehen. Also der Sommer lässt noch auf sich warten. 14 Grad ist ja nun echt, boah, für Juni nicht so der Knaller. So, Plan ist jetzt zu fahren, also wir sind jetzt hier sozusagen auf dem Schweriner Innensee. Es gibt ja auch einen Außensee, damit ihr mal eine Ahnung habt, wie groß das ist. Und das ist echt groß. Der Innensee hat so einen Umfang, so ich glaube, von ca. 27 Kilometern. Und der Schweriner Außensee hat, glaube ich, so um die 34 Kilometer. Der, ich glaube, Innensee hat so eine Tiefe von
also an der tiefsten Stelle 42 Meter und ich glaube sogar der Außen hat nochmal 20 Meter mehr, irgendwie was mit 60 Metern. Und das sind dann insgesamt irgendwie über 60 Quadratkilometer Wasserfläche. Also das ist schon mal nicht ohne. Unsere Tour, ja, knapp 20 Kilometer, habe ich auch schon erzählt. Schweriner See, dann geht es in den Heidensee und dann geht es in den Ziegelsee. Und der zieht sich so ein bisschen, der ist am Anfang noch relativ breit, dann wird er so ein bisschen schmaler. Und dann kommt man hier in den langen Graben. Das ist im Grunde genommen hier auf der anderen Seite parallel so ein künstlicher Graben. Und dann kommt man hier wieder zurück. Und das ist eben eine schöne kleine Rundtour, wobei es nicht ganz eine Rundtour ist, weil ich ja noch einen Abstecher zum Schloss mache. Also da muss man noch ein Stückchen, also erstmal fahre ich dann sozusagen am Heidensee vorbei zum Schloss. Da muss ich dieselbe Strecke wieder zurück und dann biegen wir wieder in den Heidensee ein und machen die Rundtour. Ja, weil wenn man schon mal hier ist, das Schloss muss man sich natürlich angucken. Theoretisch kann man sich hier natürlich noch viel mehr Sachen angucken. Hier gibt es viel zu sehen, aber dazu später mehr. So, jetzt drehe ich euch erstmal wieder um. Herrlich. So, weil das so dunkel ist, kann ich das natürlich gar nicht sehen. Ich hoffe, man sieht das auf dem Bild, dass das Wasser hier richtig schön ist. Ansonsten halte ich das mal hier so hin. Ich hoffe, jetzt sieht man das. Richtig schön. Klares Wasser. Also da kriegt man oder würde man Lust auf Baden kriegen, wenn es ein bisschen wärmer wäre. Boah, das ist echt noch kalt. Mann, Mann. Hier sind natürlich auch Naturschutzgebiete überall verteilt. Und hier kann man sogar Adler bewundern. Also die soll es hier auch geben. Das ist doch schon mal eine schöne Sache. So, ja, zum Schweriner See kann man vielleicht auch noch sagen, der ist so zwischen 3 und 5 Kilometer breit. Und das ist der zweitgrößte See Norddeutschlands. Größte ist Müritz. Und der viertgrößte See Deutschlands, glaube ich. Ja, also der ist echt nicht klein. Und wenn ich so das Wasser sehe, sieht er auch echt richtig sauber aus. Ich glaube, es gibt hier einen See, der war nicht ganz so gesund, sag ich mal so. Das war, glaube ich, der Ostdorfer See, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Der hatte wohl zu viele Nährstoffe im Wasser. Polytrophisch oder wie man das nennt. Keine Ahnung, irgendwie so. Da ist wohl nicht genug Wasseraustausch und wahrscheinlich wieder so viel Felder drumherum. Dem geht es wohl nicht so gut. Ansonsten ist hier, glaube ich, eine gute Wasserqualität. Ne? Dann hat der See auch viele, oder was heißt viele, einige Untiefen. Also wenn man hier mit dem Boot unterwegs ist, dann sollte man sich schon vorher mal schlau machen. Nicht, dass man irgendwo aufläuft. Da gibt es auch eine Stelle, da gucken bei Niedrigwasser auch Steine raus, ne? Aber halt nicht immer. Deswegen, also wenn du da lang brützelst, dann macht das plötzlich Rabums und das Boot ist kaputt. Aber ich denke mal, da liegen auch überall Tonnen, könnte ich mir vorstellen. Ne? So sollte es jedenfalls sein. Ach so, apropos Tonnen, wen es interessiert, das hier gehört, glaube ich, zu den Gebieten einer Bundeswasserstraße. Also, ne, Kennzeichnung Boote, theoretisch musst du hier dein Boot kennzeichnen, würde ich mal sagen. Also, ich weiß, kurz vorm Schloss, da ist, glaube ich, auch die Wasserschutzpolizei. So, aber jetzt drehe ich euch nochmal um. Ja, echt krass, ich hätte gedacht, hier ist mehr los. Tja, tote Hose! Ja, und im Grunde genommen hat oder gibt es hier ganz viele kleine Seen noch. Und der Schweriner See hat südlich seinen Abfluss. Ne, der geht dann Richtung Stör, Elde, Elbe und dann ab in die Nordsee. Und er hat sogar eine Verbindung zum, also nicht zum, sondern zur Ostsee. Das ist dann der Wallensteingraben. Da hatte ich auch erst überlegt, mal zu fahren. Aber also was ich so gelesen habe, soll der wohl ziemlich ja, schwierig zu befahren sein. Von wegen Wasserstände oder bewachsen oder so.
Aber mal sehen, vielleicht mache ich das doch noch mal. Ne? Muss man ja irgendwie alles mal ausprobiert haben. Das kann man jedenfalls auch machen. Ja, und eigentlich ist das mit diesem, ich habe ja gesagt, es gibt ja diesen Innensee und Außensee. Und dazwischen ist ja dieser Paulsdamm. Und das ist, glaube ich, erst 1842 oder so gemacht worden. Also der ist dann sozusagen geteilt worden. Ist aber schiffbar, ne? Klar, Bundeswasserstraße, und da sind dann auch Seezeichen, dass man weiß, wo die Einfahrt ist. Also bei Mecklenburg-Vorpommern, wisst ihr ja, ich glaube, die haben ja, boah, ich glaube, die haben 2000 Seen, dann haben die, glaube ich, 2000 Kilometer Ostseeküste und dann haben die, glaube ich, 26.000 Kilometer Flüsse. Allein in Mecklenburg-Vorpommern. Und das ist natürlich mal eine Ansage, ne? Deswegen ein Paradies für uns Kajakfahrer. Da kannst du paddeln, bis der Arzt kommt. Ja, was kann man sonst noch erzählen? Da ist nichts los, kann man erzählen. Tote Hose. Aha. Auf jeden Fall wird es langsam grün. Das letzte Mal, glaube ich, da war ich hier, da war das noch richtig kalt. Und da habe ich auch meine uralte Kamera hier versenkt. Da musste ich noch mal hierher. Das waren noch Zeiten. Heieiei. Ja, und hier direkt an der Kante. Hier ist mal auch so ein Tick windgeschützt. Das ist ganz angenehm, weil der Wind ist echt, wie so oft, immer noch arschkalt. Boah. Ansonsten könnte man hier, das ist so schönes Wasser und auch schön sandig hier, könnte man sich im Sommer einen schönen kleinen Anker mitnehmen. Zack, reinschmeißen, über Bord, baden und weiter geht's. Das kann man mit dem Kajak ja auch machen. Ne? Nimmst du so einen Paddelfloh mit, wer nicht so gerne so einsteigt. Und dann zack, zack. Nein! Aber ich habe ja letztens angebadet. So zum so reinspringen ist das schon schön. Aber es ist natürlich schöner, wenn du dann in der Sonne nachher so ein bisschen dich aufwärmen kannst. Ne? Hier musst du dich halt warm paddeln. Boah. Also Paddeljacke habe ich mit, falls da hinten, wenn ich um die Ecke komme, das noch ein bisschen ekliger wird. Dann ziehe ich mir die über. So geht's noch gerade. So, umdrehen. Ja, solche Stellen wie hier ist doch wunderbar. Herrlich, herrlich. Achso, Inseln, habe ich vergessen. Inseln gibt es hier natürlich auch. Da gibt es, ich glaube, das war der Außensee. Da gibt es die Liebs. Das ist, glaube ich, eine Privatinsel, meine ich. Dann gibt es Horst und Redberg. Innensee, da gibt es, glaube ich, Kaninchenwerder und Ziegelwerder. Gab es da noch eine Insel? Weiß ich gar nicht. Das ist so ein Ausflugsziel und teilweise auch Naturschutz. Naja, jedenfalls ist hier eine Menge. Und ist auch interessant, ich glaube, der ganze See, wenn man so drumherum erzählt, sind das hier 13 Dörfer drumherum. Also hier wird es nicht langweilig, wenn du auch mal so eine Runde, ich meine, viele mögen das ja nicht, auf dem See mal eine Runde paddeln, aber ich könnte mir vorstellen, hier ist das bestimmt ganz interessant. Ne, hier gibt es ja auch, wie gesagt, das eine, die Schweriner Schloss, natürlich sehr bekannt. Aber ich glaube hier in, wie hieß denn das? Walligburg oder so? Da müsste ich nochmal nachgucken. Irgendwo war hier noch so eine Burg oder sowas. Also hier gibt es eine ganze Menge, müsst ihr mal gucken. Ich sagte ja vorhin, dass es hier auch Seeadler gibt. Es soll hier sogar Fischotter geben. Das ist irgendwie, glaube ich, auch 2015 ist der irgendwie mal prämiert worden, der See, als lebendiger See. Ne? Aber er sieht auch echt richtig cool aus. Richtig schön klar, sauber. Herrlich. Hier soll es sogar Regenbogenforellen geben. Und da sagt man ja auch, die sind ja eigentlich nur im richtig sauberen Wasser. Ne? So, und hier um die Ecke sieht man, da kommt jetzt so ein bisschen Stadt. Direkt voraus wäre Kaninchenwerder, diese eine Insel, relativ groß, und Ziegelwerder ist daneben. Ja, und ich bin jetzt hier hinter mir an der Küste sozusagen lang. Und das Stück, das sind so, ja, was sind das? Ja, was ist das? 3-4 Kilometer. Da sieht das überall so aus. Also da ist mit Anlanden und so ist schwierig. Da könntet ihr halt höchstens mal im Wasser aussteigen oder so und dann vom Boot aus baden.
Aber mit Anlanden ist da schwierig, weil das alles hier voll Stroh, hätte ich fast gesagt. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Also. Aber ich paddle jetzt erstmal um die Ecke und dann sehen wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Ja, und nächste Woche, da habe ich schon was geplant. Da werde ich aber wahrscheinlich, hat zwar mit Kajakfahren zu tun, aber ich glaube nicht, dass ich da großartig zum Film komme, weil ich habe ein Rollencoaching mir jetzt mal verpasst. Und das werde ich in Aurich machen. Und geplant ist auch da nochmal dann natürlich ein bisschen Kajak zu fahren, wenn ich das dann alles so schaffe. Also vielleicht der nächste Film dann aus Ostfriesland. Mal sehen. Und da bin ich ja mal gespannt, ob ich das dann wirklich da mit dieser Rolle links, rechts, hast du nicht gesehen, alles so hinbekomme. Ja, man muss sich ja irgendwie ein bisschen verbessern. So, das wollte ich nur noch schon mal spoilern. Oder eben auch, falls ich, falls vielleicht nicht ganz so viele Filme demnächst kommen, weil ich ja dann, wenn ich da nicht filmen kann so richtig, dauert das vielleicht 2-3 Tage länger bis zum nächsten Film. Also nicht wundern, dann bin ich am Rollen. Aha. Ja, Fischreihe habe ich schon gesehen. Enten und all so ein Zeug natürlich auch, aber ein Adler leider noch nicht. Das wäre es ja noch, ne? Boah, hier sieht das auch richtig cool aus. Echt schön. Klares Wasser, schön Sand. Dann Wald. Also hier könnte der Seeadler schön sitzen und gucken. Aber ich habe noch nichts gesehen. Guckt euch das mal an. Herrlich. Wunderschön hier. Also das macht sich auch. Da hätte man richtig Bock auszusteigen und mal eine Runde rumzuspazieren hier. Echt schön. Richtig schön. Tolle Aussicht. Und hier ist man sogar windgeschützt. Aha. Also kann ich nur empfehlen. Macht das mal. Schöne Tour. Bis jetzt. Das ist richtig schön hier, direkt an der Kante lang zu paddeln. Herrlich. Das bringt echt Spaß. Wunderschön. Schaut euch das an. Herrlich, herrlich. Ja, und ab und zu kommt jetzt schon mal die Sonne raus. Vielleicht kriegen wir ja doch noch ein bisschen Sonne. Das wäre natürlich super. Dann wäre es natürlich richtig schön. Haha. So, hier vorne geht es jetzt gleich wirklich um die Ecke. Man kriegt wirklich Lust zu baden. Und weil ich jetzt die ganze Zeit vom Baden geredet habe. Es gibt hier, ich sag mal, 3 große Badestellen mit Toiletten, Imbiss und so. Das war, lass mich überlegen, Zippendorf, glaube ich, Zippendorfer Strandbad. Dann war es, glaube ich, Kalkwerder und, oh Gott, wie hieß denn das andere noch? Ich habe es vergessen. Muss ich kurz nachgucken. Da, Moment. Haha. Kaspelwerder und Kalkwerder. Die beiden gibt es auch noch. Aber, wenn ihr so vergesslich seid wie ich, gibt es noch, da gibt es so eine schöne Internetseite von Mecklenburg-Vorpommern. Das heißt, glaube ich, warte, kleinen Moment, ich drehe mich mal aus dem Wind raus. Ab und zu pfeift das dann doch noch mal. So, und zwar heißt das Ding Badewasser MV. Und da könnt ihr gucken, in ganz Mecklenburg-Vorpommern sind da sämtliche Seen und alles, was so gibt. Und dann seht ihr da vernünftige oder Badestellen, auch mit Parkplatz und so. Da gibt es noch ein paar Beiinformationen. Also das kann ich euch empfehlen. Ist ja auch für uns ganz interessant, falls man mal irgendwo anlanden möchte oder sowas. Ah, okay, da ist ein Badestrand. Natürlich nicht zwischen den Schwimmern dann immer durch, dann fährt man halt an die Kante, ne? Aber da besteht ja die Möglichkeit, dann vielleicht mal aufs Klo zu gehen oder sich eine Kleinigkeit zu besorgen oder eben auch zu baden. Also das finde ich ist eine super Sache, was da Mecklenburg-Vorpommern anbietet. Müsst ihr mal raufschauen. Ist eigentlich eine gute
Webseite. So, ich fahre jetzt ein Stück weiter und hier geht es jetzt auch gleich um die Ecke. Und dann sehen wir bestimmt schon so ein bisschen von Schwerin. Na, da hinten um den Zipfel noch rum. Und dann haben wir es. Ja, hier kriegt man jetzt gleich ein bisschen Wind. Und man sieht gleich, das wird ein bisschen ungemütlicher. Und ihr versteht mich wahrscheinlich nicht mehr. Haha. So, ich kann das Schloss schon sehen da hinten. Aber für euch ist das wahrscheinlich noch mini. Und ich muss wahrscheinlich wieder schreien. Also, ich werde mal euch umdrehen. So. Wie ihr sehen könnt oder merkt, da ist jetzt die Frage. Kürze ich jetzt hier ab, weil ich muss da hinten eigentlich um die Ecke oder fahre ich mit euch hier noch die Kante ab? Ja, das ist eine Frage. Eigentlich erwischen wir das ja auf dem Rückweg, ne? Weiß ich auch nicht. Ja, ich habe mich für die Kante entschieden, weil ich denke mal da drüben auf der Seite an der Kante wird der Wind nicht so pusten. Und dann kann ich euch vielleicht ein bisschen was über Schwerin erzählen. Deswegen warte ich damit noch, bis es etwas windstiller geworden ist. Also paddel ich erstmal ein Stück. Bis gleich. Boah. Also wenn ich hier Gas gebe, werde ich nass. Boah. So, jetzt bin ich gleich ein bisschen geschützt und dann kann ich euch was erzählen. Noch 10 Meter, 20, na 50. So, hier wird es jetzt ein Tick besser. Eieieiei. So, hier ist noch so ein Vereinsgelände. Da darf ich leider nicht rein. Das ist nur für Vereinsmitglieder. Wäre ich aber gerne mal reingefahren, um mir das einfach mal anzugucken. Die haben alle so schöne Bootsschuppen und oben drüber sieht es aus, als ob die noch so eine kleine Ferienwohnung oder sowas haben. Das ist natürlich mal richtig cool, ne? Das ist nicht schlecht. Ja, und da gibt es ja anscheinend richtig viele. Also ich zähle jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 von so einen riesigen Dingern. Mit bestimmt 10, 12 so einen Bootsschuppen da drunter. Ja, cool. Aber es pustet hier immer noch ganz gut. Deswegen, ich fahre noch mal ein Stückchen weiter und hoffe, dass es da vorne ein Tick besser ist. Dann kann ich in Ruhe erzählen. Da hinten, im Schutz von den Bäumen, vielleicht ist das da ein bisschen besser. Miami ist ja auch schön, ne? Kannst du direkt am Wasser sitzen, hast dein Boot da liegen. Nicht schlecht. Mann, sowas will ich auch haben. Ne, hier ist noch eine Einfahrt und noch mehr von diesen Dingern. Also das ist ja riesig. Wahnsinn. En masse. Also, die Schweriner haben es gut hier. Wobei die wahrscheinlich auch nur vererbt werden, wa? Die sind wahrscheinlich sehr beliebt, denke ich mal. Oder schweineteuer. Ja, und um dem Zipfel muss ich natürlich rum. Da ist ja das Seezeichen, ne? Der weißen Raute. Da geht es dann in den Heidensee. Aber wir fahren erstmal dran vorbei. So, hier geht es jetzt einigermaßen, glaube ich. Naja, geht so. Ich wollte ja noch mal ein bisschen was zu Schwerin erzählen. Also Schwerin hat so circa, also jetzt die Stadt, ich glaube so um die 95.000 Einwohner. Und das ist die kleinste Landeshauptstadt Deutschlands. Also es ist die Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern. Und ja, und unsere Politiker, ja, wer hätte es gedacht, wo haben die sich hingehockt? Wie früher halt alle Adligen, ne? Die hocken natürlich im Schweriner Schloss, so wie sich das gehört. Ja. Ich persönlich finde ja, die sollten sich die schlechteste Schule in Deutschland aussuchen und auf diesen Art Standard, da dürften die dann auch drin residieren oder regieren. Allein schon regieren, der Name ist ja schon voll daneben. Ne? Aber gut, das sollten die mal machen. Dann würde sich vielleicht noch mit den Schulen was ändern, weil das haben die schon erzählt, da war ich Kind. Ne? Also, so müsste das aussehen. Aber das Schloss zeige ich euch gleich nochmal. Ne? Hier wird es wieder ein bisschen pustig. Melde ich mich gleich nochmal. Guck mal hier. Ein Film. Jetzt wollte ich gerade sagen, der bleibt endlich mal sitzen. Nein, er haut ab. Wäre auch zu schön gewesen, ne? Naja. Obwohl, das ist noch einer. Ha! Da ist noch einer. Der hat sich versteckt. Seht ihr den? Da sieht man nur den Kopf. Aber gut. Ich fahre mal einfach weiter. Wollen wir mal nicht stören. So, hier mal zwischendurch.
Direkt voraus kann ich auch das Schloss sehen. Und hier rechts rein wird es dann in den Heidensee gehen. Zeige ich euch. Da fahren wir nachher rein. Da hinten, wo die Schwimmwesten leuchten. Aber wir müssen da hinten noch um den Zipfel rum. Und dann gucken wir uns natürlich das Schloss an. Ne? Das ist natürlich logisch, wenn man schon mal hier ist, dann sollte man sich das auf jeden Fall angucken. Wie cool, schaut euch das mal an. Hier sind noch mehr von den Dingern. Echt schön. Hinten so ein schöner Eingang, Sitzecke. Und dann hast du hier die Bootsschuppen. Und dann auch noch einen richtig schön geschützten Hafen. Also das ist nicht schlecht. Einfahrt verboten natürlich, aber reinfilmen darf ich ja mal. Ne? So, echt schön. Nur für Mitglieder, ja. Aber wir haben das echt gut. Gefällt mir, nicht schlecht. Hier, kleiner Hafen und dahinter können die Wohnmobile schön stehen, also an alle Wohnmobilfahrer. Das ist auch ein richtig cooler Platz. Wenn nicht zu viele Boote vor euch stehen, habt ihr direkt den Seeblick. Nicht schlecht. Und daneben sind anscheinend auch noch Ferienwohnungen. Also nicht schlecht. Machen die drei eine Pause. Süß. Aufruhr. Ich glaube, hier muss man aufpassen, dass man nicht angeschissen wird. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ah, ach so, oh, die haben hier ihre Jungen überall, sehe ich jetzt gerade. Ei, okay. Dann fahre ich mal ein Stück weiter weg. Aber die sind echt niedlich. Ja, ist ja gut. Da hocken sie. Und überall an diesen Holzdingern haben sie denn ihre Jungen. Die sind richtig cool. Ja. Ja, und da direkt vorne die Spitze, da muss ich jetzt noch rum. Und dann sind wir sozusagen schon gleich in der Nähe vom Schloss. Ja, krass. Und hier auch überall Bootshäuser. Also das sind ja Unmengen an Bootshäusern. Krass. So, hier geht es dann rum und da vorne ist das Schloss zu sehen. Und gleich hier rechts daneben, das seht ihr gleich, ist die Wasserschutzpolizei. Da sieht man es, steht dick und fett. Und auch hier. Also hier ist nichts mit Anlegen. Schade eigentlich, hätten aber die Möglichkeit. Können wir die mal besuchen. Die haben sogar hier Jetskis. Guck mal. Nicht schlecht. So, aber wir paddeln erstmal ein Stück vorwärts. So, hier wird es wieder ein bisschen windstiller. Ja, da vorne hat das so gepustet. Also gleich hinter der Polizei. Sozusagen, wenn man dann rechts abbiegt, kommt man in den Gästehafen. Jetzt für die ganzen Segelbootfahrer und so. Ein großer, also relativ groß. Und dann hat man auch gleich Zugang zur Stadt. So, ich weiß gar nicht. Ich habe nicht nachgeguckt. Das sieht ja aus wie so eine Orangerie hier. Ich weiß gar nicht, was das ist. Keine Ahnung. Jedenfalls, hier vorne ist dann gleich das Schloss. Aber da das immer so klein alles ist, fahre ich natürlich noch ein bisschen dichter ran. Ne? Ja, das Ding ist doch schon mal nicht schlecht. Ne? Kann man nicht anders sagen. Ja, und das Teil ist auch schon ziemlich alt. Das geht wohl irgendwie auf eine, hier war wohl mal ganz früher eine slawische Burg. Da haben sie wohl auch so Holzdinger irgendwie gefunden. So um 940 rum irgendwie. Und das gilt ja als eins der prächtigsten mit in ganz Deutschland und von Mecklenburg-Vorpommern sowieso. Und ja,
sozusagen Neuschwanstein des Nordens, kann man sagen. Hat einen großen, auch einen riesengroßen Garten noch da hinten. Und das Ding war auch schon mal, glaube ich, auf der 2-Euro-Münze als Sonderprägung. Und ich glaube auch auf der Briefmarke. Sowohl in Deutschland und auch in der DDR, glaube ich. Ja, das Ding ist echt schön. Sollte man sich einfach mal anschauen. Ne? Nicht schlecht, der Specht. Ich drehe euch nochmal rum. Ja, was das hier ist, weiß ich auch nicht. Sieht auf jeden Fall cool aus. Oben kann man drauf gehen und sich was angucken. Was das hier ist. Eine alte Grotte. Sieht jedenfalls cool aus. Ist nicht ganz so tief. Und da oben kann man dann durchgucken zu den Leuten, die da oben hocken. Boah, ist das dreckig. Ja, war auch mal Filmkulisse, glaube ich, hier einmal bei Kingsman. Das ist noch gar nicht so lange her. War irgendwie in den 2000ern. Und dann irgendwie, was ich gesehen habe, die Gänsehirte oder so, irgend so ein Märchen, ne? Von 79, also schon uralt. Aber ist natürlich auch eine schöne Filmkulisse, ne? Cool, cool. Ich versuche hier mal durchzufahren, ansonsten muss ich wieder umdrehen. Durch den einen Stein komme ich hier nicht rum. Da muss ich wieder zurück. So, von hier sieht man es jetzt ganz schön und die Sonne scheint auch, haben wir Glück gehabt. Überall diese ganzen filigranen kleinen Türmchen, schon nicht schlecht. Und wie ihr seht, ist auch gut besucht. Und dieser Garten, den habe ich mir auch noch nicht angeschaut, der soll auch richtig, richtig schön sein. Ne? Ich fahre jetzt noch mal hier so einmal um die Ecke rum und dann gucken wir mal, ob wir da noch irgendwas Schönes sehen. Ja, so sieht es von hier aus. Auch nicht schlecht. Da ist eine kleine Brücke, aber da komme ich nicht unter durch. Da müssen wir außen rum. Ja, tuckern wir hier noch einmal rum. Mal sehen, wie es hier aussieht. Ja, auch von hier wunderschön. Anscheinend kann man hier unten auch schön eine Kleinigkeit essen und trinken. Aber das mache ich jetzt nicht. Ich mache meine Pause woanders. So, hier ist die Brücke zur Schlossinsel. So sieht das von der anderen Seite aus. Also es ist echt ein schönes Ding. Und da drüben, was haben wir denn da? Das sieht mir aus wie so ein Wasserpark oder sowas. Da muss ich natürlich auch noch mal hin. Ha. Nee, ist kein Wasserpark. Das ist irgendwie so Hüpfburgen und so ein Krams. Aufgepustete Plastikteile. Nö, dann fahre ich da auch nicht großartig hin, denn interessiert mich das nicht so. Dann fahre ich jetzt hier wieder andersrum zurück. Quatsch, andersrum. Ich fahre weiter rum, zurück. Ja, wenn ich da unter der Brücke durch bin, dann bin ich auch einmal um die Schlossinsel sozusagen rum. Und der Schlossgarten, also hier ist das Schloss, die Schlossinsel. Und da ist dann der riesengroße, ja, Schlossgarten oder wie man das schimpft, keine Ahnung. Das soll jedenfalls auch sehr schön sein. Da konnte ich jetzt nicht so viel sehen. Aber ansonsten ist das hier echt schon schön. Ne? Hier vorne ist auch nochmal dieses wunderschöne Ding da. Sieht jedenfalls cool aus. Und Musik kriegen wir auch. So, kommen wir von der Seite. Ja, und hier soll es ja auch einen Schlossgeist geben, und zwar das Petermännchen. Das soll wohl so eine Art Kobold sein oder sowas. In den Sagen sagt man, hier gab es wohl irgendwie auch Gänge von Petersberg nach Pino oder so. Irgendwie so unterirdische Kobolde oder so. Irgendwie sowas war das. Also, wer Kobolde sehen will, der muss hierher. Aha. So, hier müssen wir nochmal unter durch. Denn haben wir's. Uiuiuiui. Ja, was gerade so gruselig ist, in Mecklenburg-Vorpommern waren die ja protestantisch irgendwie. Und
ich glaube 15 von 1560, sage ich jetzt einfach mal, 1560 bis 1700 ungefähr, war das ja hier mit den Hexenverfolgungen. Das war hier auch eine Hochburg. Hier haben die, glaube ich, hier gab es 4000, also belegte, wahrscheinlich sind es ja noch viel mehr gewesen, belegte Hexenverfolgungen. Ich glaube, 2000 haben sie gefoltert und hingerichtet und verbrannt. Und wenn man dann mal so guckt, auch eine gruselige, gruselige, dunkle Geschichte. Die haben sogar Kinder. Da gibt es irgendwie zwei Fälle, habe ich gelesen oder gefunden im Internet, die sind wohl auch belegt. Das war ein 14-jähriges Mädchen, das haben sie irgendwie geköpft, glaube ich. Und ein 8-jähriger Junge, der hat wahrscheinlich überlebt. Also da weiß man nur, dass sie ihn auf jeden Fall ausgepeitscht haben. Also die Menschen sind schon echt gruselig. Was die sich so alles einfallen lassen. Ja, so sieht das aus. Schwuppdiwupp. Ah, hier ist ein bisschen schattig. Ich bin jetzt jedenfalls einmal rum. Und ja, dann drehe ich euch nochmal um. Gleich neben dem Schloss hier könnt ihr euch Boote leihen und auch diese Flöße, keine Ahnung. Anscheinend Subs auch, Kanus und Kajaks. Ja, alles da, was das Herz begehrt. Ah, ich sehe sogar, guck mal, Tretboote gibt es hier auch noch. Ja, und sowas wie hier vorne, das nennt man ja wohl, ja, ich sag mal, fast überall die Weiße Flotte, ne? Sag ich jetzt auch mal hier, ach guck mal, Weiße Flotte Schwerin, genau. Die gibt es ja auch und ich glaube, die haben zwei Linien, wenn ich das richtig verstanden habe. Einmal die Vier-Seen-Linie und die große Insellinie oder so. Die gehen jeweils immer anderthalb Stunden und ich glaube, dann fahren die auch zu diesen beiden großen Inseln da, was ich erzählt hatte. Ne? Also wer sowas mag, das kann man hier auch machen. Ja, achso, was sie auch machen im Sommer, habe ich gesehen, die machen denn, aber das ist nur im Sommer, normalerweise irgendwie von April bis September, der normale Rhythmus, und im Sommer gibt es dann auch noch so Abenddämmerungsfahrten und was weiß ich, so Krams, das sind dann Sonderfahrten, da müsst ihr dann selber mal gucken. Ne? So, aber ich paddel mal langsam Richtung Heidensee. Und da werde ich dann irgendwo auch, denke ich mal, die erste Pause machen. Weil ich hatte gedacht, hier gibt es vielleicht noch irgendwie so eine schöne Anlegerstelle, aber beim Schloss wollte ich jetzt nicht. Waren mit so viele Leute. Und ich meine, theoretisch kann man ja auch anlanden, aber ich fahre dann noch mal ein Stück weiter. So, auf geht's! Jedenfalls ist jetzt ein bisschen Sonne rausgekommen. Dann macht das noch einen Tick mehr Spaß. Der Wind ist zwar noch immer da, aber da ist man auch ab und zu mal geschützt. Ist ganz schön. So, ich bin jetzt schon wieder Höhe. Wasserschutzpolizei. Da vorne sind auch noch ein paar Wassersportler, aber ich paddel jetzt erstmal bis zum Eingang, sage ich mal, zum Heidensee und dann melde ich mich gleich wieder. Das ist da hinten. Hier ist die Einfahrt. Aber hier pustet das ziemlich, also warte ich mal noch mit dem Quatschen ein bisschen. So, ein bisschen Bootsverkehr ist hier auch. Aber ich drehe euch mal um. Oh. So, auf geht's. Moin. Und zwar ist das hier, wo ich jetzt bin, vom Schweriner Innensee in den Heidensee. Das ist, glaube ich, der Stangengraben, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann kommt der Heidensee. Und dann kommt der, wie hieß denn das nochmal? Werder Kanal oder Werder Graben? Damit ist dann die Verbindung zum Ziegelsee, glaube ich. So war das. Ja, und dieser Heidensee hier, der ist auch, der ist sehr flach. Also im Grunde auch, da ist die Qualität nicht mehr so gut. Man sieht, das hier ist alles braun, ziemlich verschlammt. Also hier kommen bestimmt auch ordentlich Nährstoffe rein. Der ist auch nicht mehr so der Knaller, denke ich mal. Noch ein Boot. Moin. Und der ist auch echt klein. Dieser Heidensee ist, glaube ich, der hat einen Umfang höchstens von 5 Kilometer oder so. Und ist 4 Meter tief. Also da merkt ihr schon selber, das ist nichts Tolles.
Ne? Aber ich drehe euch mal wieder um. Aber auch hier wieder schön zur Linken. Bootshäuser, herrlich. Herrlich, herrlich. Aber auch hier, wie ihr merkt, pustet der Wind wieder ordentlich. Deswegen halte ich mal lieber die Klappe. So, und dann zeigen wir euch ja auch nochmal einen Rundumblick. Also da muss ich gleich vorne rein. Hier ist dann, ich sag mal, Richtung Schloss. Von da hinten bin ich gekommen. Und so sieht er aus. Also der ist wirklich nicht groß. Die haben auch noch einen Gasthafen, habe ich gesehen. Also da kann man sich auch mal hinlegen und eine Nacht verbringen. Und anscheinend haben die sogar auch so ein Hausboot da. Weiß nicht, ob man das leihen kann oder ob das da fest liegt. Keine Ahnung. Die gibt es jedenfalls überall. So, aber ich paddel erstmal weiter. So, hier geht es jetzt rein. Das ist dann, glaube ich, dieser Werder. Das hatte ich jetzt, Werder Kanal, glaube ich. Und ich denke mal, unter der Brücke werde ich mal ein Päuschen machen. Oh, hier ist nämlich eine schöne Brücke. Und da kann man anhalten. Tut. Hier habe ich nämlich bei dem alten Kanal meine erste Kamera versenkt. Das war hier. Zwei Stück habe ich schon erledigt. Diese hier hat übrigens auch noch immer noch keinen Schwimmkörper. Das sollte ich vielleicht auch mal ändern. Sonst hat sich das vielleicht auch bald erledigt. Ah. Versuche ich mal kurz auszusteigen. Oh. Das ist auch ein paar, die noch rauskommen, ne? Immer wieder schön. Vor allem, wenn man nicht auf den Sitz treten will. Also, macht das nicht so wie ich, tretet immer schön auf dem Sitz, dann geht das wesentlich besser. So. So sieht das hier aus. Ist jetzt nicht die tollste Stelle zum Pause machen. Aber, das weiß ich noch vom letzten Mal, hier kann man schnell mal hochstiefeln und kurz mal pinkeln. Aha. Kennt ihr noch diese Klebedinger hier? Die sind ja auch überall. So, ich mache jetzt ein Päuschen. Und zwar gibt es heute von meiner Frau selbstgemachte Muffins. Schoko. Ja, Schoko, Vanille, Muffins oder so. Gut gemacht. Sehr gut. Ja, wie gesagt, landschaftlich ist das natürlich nicht der Knaller hier. Also, wo ich jetzt Pause mache, aber hier bin ich windgeschützt. Hab Sonne. Beton ist alles schön warm. Herrlich. Kann mich hier schön auf meine Schwimmweste setzen. Perfekt. Ja, und dann gucke ich mal, was hier so im Wasser los ist. Ein paar Fische habe ich schon gesehen. Und mit viel Glück kommt noch ein kleines Boot oder sogar ein Schiff vorbei. Und dann kann man hier schön gucken. Aber da hinten wird es nachher auch nochmal schön am Tegelsee. Und da gucke ich mal, vielleicht gibt es ja noch eine schöne kleine geschützte Strandecke, wo man vielleicht auch nochmal ein Päuschen machen kann. Aber das sehen wir gleich. Bis gleich. Seht ihr, das meine ich. Ab und zu kommt nochmal ein Schiff vorbei. Ziemlich knapp mit den Birnen da oben. Die müssen also aufpassen. So, die haben es geschafft. Und ich würde mal sagen, drei Viertel der Leute haben oben gegen die Brücke geklatscht. Scheint irgendwie so ein kleines Späßchen zu sein. So, aber ich fahre jetzt langsam mal weiter. Ich sitze wieder in dem Boot. Und dann würde ich sagen, geht die wilde Fahrt weiter. Ich drehe euch dann nochmal um. Und dann geht es jetzt ab auf den Ziegelsee. Attacke! Da könnte es natürlich sein, dass da mir gleich erstmal ordentlich der Wind entgegenkommt.
Aber das schauen wir mal. Ja, und da ist er schon. Der Ziegelsee, der ist wesentlich größer und auch ziemlich lang gezogen. Aber das seht ihr ja gleich. Und wahrscheinlich auch ziemlich windig. Hamburg, na. Noch ein bisschen weg von. Ja, und wie ihr vielleicht merkt, hat sich es bewahrheitet. Also hier ist schon ein bisschen kappelig, windig. Und wahrscheinlich versteht ihr mich auch schlecht, deswegen fahre ich da vorne erstmal an die Kante. Und dann kann ich erst wieder was erzählen. Aber ich zeige euch eben noch mal einen Rundumblick. Dann habt ihr das mal gesehen. Ja, guck mal hier. Von 9 bis 12, 15 bis 18 Uhr kannst du hier Wasserski fahren auf dem Ziegelsee. Da haben sie so ein, wie viele Tonnen sind das? 1, 2, 4 so Tonnen. Schwuppdiwupp. Zack, zack, zack. Relativ groß. Und dann kannst du hier Wasserski fahren. Das ist ja auch cool, ne? So, ich weiß auch gar nicht, wie spät das ist, aber ich sehe hier keinen, also quer durch. Ah. Ah, ich habe gedacht, hier ist ein bisschen windstiller, aber Pustekuchen. Also ich muss mir gleich erstmal eine Ecke suchen. Das ist ja der Hammer. Hier ist zwar weniger Wellen, aber hier pustet das immer noch genauso. Mann. Wenn ihr mal aufs Wasser achtet, das ist mal ein Unterschied zum Heidensee. Also hier ist wieder glasklar alles. Richtig schön. Ah. So, wollen wir gucken, ob hier vorne irgendwo ein bisschen geschützter ist. Guckt euch das mal an. Wunderschön hier. Toll. Ich kenne es eigentlich nur noch aus der Zeit, wo noch nichts grün war. Da war es schon schön, aber jetzt ist es so richtig, richtig schön. Herrlich, herrlich. Ach, nur wenn dieser blöde Wind mal nicht wäre, ne? Mann, Mann, du. Kann man auch immer mal in so eine kleine Einbuchtung fahren. So. Ja, und der See hier ist jetzt wieder sauber. Der war mal irgendwie, ich glaube, zur DDR oder vor der DDR sogar noch irgendwie. Jedenfalls seit 1974 haben die hier irgendwie Schwerin Süd nochmal ein Klärwerk gebaut. Vorher kam es irgendwie bei starken Regenfällen hier immer wieder, dass ungeklärte Sachen reinkamen. Da war der auch irgendwie dreckig. Jetzt ist der tippitoppi und ist auch tiefer. Ne? Ist, glaube ich, 34 Meter tiefer an der tiefsten Stelle. Und das seht ihr sofort, wenn ihr reinkommt. Richtig schönes Wasser. Also hier kann man auch eine schöne Badepause dann machen. Ne? So, aber achso, noch was anderes. Und zwar hat jetzt überhaupt nichts mit Kajakfahren eigentlich zu tun, sondern Kommentare zum Beispiel bei mir. Ne? Ich habe zwei Stück anscheinend gehabt, die erscheinen bei mir nicht. Also einer hat sich irgendwie mal beschwert, den hätte ich angeblich gelöscht. Der war nicht so erfreut irgendwie, keine Ahnung. Ich habe nie irgendwie einen Kommentar gelöscht, das wollte ich nur mal so sagen. Und eins weiß ich, dass man kriegt ja mal per E-Mail Bescheid, dass man einen Kommentar bekommen hat, wenn man einen Kanal hat, glaube ich, oder so. Und wenn man dann unten drauf drückt, dann kann ich auf Antworten gehen. Und dann kommt man ja auf diese YouTube-Seite und bei diesem Kommentar erscheint das Kommentar dann nicht. Also ich habe das einfach jetzt mal blind so, das ging irgendwie, hatte glaube ich von diesem Koldingfjord mit der Matratze war da irgendwas. Da habe ich dann so drauf geantwortet. Aber das Kommentar kann ich persönlich überhaupt nicht mehr sehen. Konnte ich auch noch nie und ich habe auch wirklich nichts gelöscht. Also wollte ich nur mal so sagen. Nicht, dass ihr denkt, ich lösche da irgendwelche Kommentare oder so. Also das mache ich eigentlich nicht. Ne? Kann jeder schreiben, was er möchte. Auch wenn es negativ ist, werde ich das nicht löschen. Dann müssen die Leute ja selber wissen, was sie da schreiben. Ne? Nur mal so zur Info. Das wollte ich nur mal loswerden, weil ich habe versucht, denen zu antworten. Das geht ja auch nicht irgendwie. Also, ja. Naja, also sollte das nochmal vorkommen, könnt ihr mir gerne Bescheid geben. Aber ich habe da eigentlich nichts gemacht. Ne? Allerdings bin ich jetzt auch nicht so der Technik-Freak. Keine Ahnung. Ne? So. Dann ist hier hinten noch eine Insel, aber die sehen wir dann gleich. Da könnt ihr euch dann überlegen, ob ihr links rum fahrt oder rechts rum. Oder ihr fahrt einmal komplett rum und dann weiter, wie ihr wollt. Die ist auch echt klein. So, aber ich halte jetzt mal Ausschau nach einem kleinen sandigen Strand.
und dann gehe ich vielleicht noch mit den Füßen rein. Der See hat übrigens, seht ihr diese Kante hier? Hier sieht man das einigermaßen gut. Da gibt es auch noch Stellen, da geht es ein bisschen tiefer ab. Das hatte ich, glaube ich, im Staffelsee beobachtet. Da war das ja noch extremer. Da ging ja auch so eine Kante und dann ging es aber richtig ab. Hier geht es jetzt so ein bisschen tiefer ab. Aber es ist witzig, ne? Das sind so richtige Platten und dann siehst du genau, wo das Ufer lang geht. Ja, Ufer nicht, also diese Abbruchkante. Sieht irgendwie cool aus, besonders wenn das, wenn die Sonne drauf scheint. Aber gut, ja, interessiert eigentlich keinen, aber ich wollte es einfach mal loswerden. Ah, hier boostet jetzt wieder ein bisschen. Das direkt voraus ist diese kleine Insel. Und da hinten sind auch noch so Bootsschuppen und dahinter ist auch noch ein kleiner Hafen, ja, für Segelboote, Motorboote und so. Ja, hier pfeift es wieder ordentlich. Deswegen paddel ich mal darüber, da ist vielleicht ein Tick besser. Ja, hier habe ich jetzt den Wind sogar schön von hinten. So lässt sich das aushalten, herrlich. Ja, Fahrrinne. Da hinten ist dieser Hafen, was ich meinte. Ja, so einen richtigen Strand habe ich jetzt hier nicht mehr gesehen. Aber ich glaube, ich fahre da vorne nochmal mal ans Ufer und schaue mir das da an. So, jetzt bin ich gleich auf der anderen Seite. Hier ist genauso schön. Aber mir ist gerade noch was eingefallen, was ich euch auch noch erzählen wollte. Und zwar gibt es hier, in Schwerin, ich weiß allerdings nicht, ich habe nicht nachgeguckt, ob es dieses Jahr auch ist. Aber warum nicht? Ich meine, im September irgendwann gibt es hier so eine Regatta, nennt sich Faltboot-Regatta, um das rosane oder pinke Paddel oder rosane Paddel oder irgendwie so. Und da ist hier richtig was los auf dem Wasser. Also so ein, vielleicht darfst du mit dem Kajak und so mitfahren, kannst natürlich nicht gewinnen. Das ist dann wirklich nur für diese Faltboote, glaube ich. Aber das ist jedenfalls mal eine coole Geschichte. Boah, hier ist auch richtig schön. Glasklar und hier kannst du bestimmt 3-4 Meter runter gucken. Ne? Ja, wie ist das ja? Rosa Paddel, glaube ich. Genau. Rosa Paddel, müsst ihr mal gucken. Das gibt es, glaube ich, auch auf der DKV-Seite. Faltboot-Regatta oder irgendwie so. Und das rosa Paddel. Das ist jedenfalls mal was, da kann man gut mal mitmachen, wenn man so ein Ding hat. Guck, und die lassen sich auch gut gehen. Schöne kleine Bucht. Kannst es dir echt gut gehen lassen hier. Herrlich, herrlich. Ja, und da hinten? Ja gut, seht ihr noch nicht. Da hinten ist diese Raute. Und da geht es dann schon gleich wieder in den langen Graben. Den muss ich dann noch hoch. Einmal um die Ecke und dann ist die Rundtour schon wieder zu Ende. Guckt euch das mal an, wie cool das hier ist. Man kann auch mal so eine kleinen Abstecher machen in so eine kleine Bucht. Richtig schön hier. Herrlich, herrlich. Und dann fährst du hier wieder raus. Und wenn du Glück hast, siehst du auch noch Fischchen. Cool. Das bringt richtig Laune. So, jetzt ist es auch nicht mehr weit. So, hier sind wir schon am Ende. Hier ist die Fahrrinne. Und hier geht es dann rein in den langen Graben. Da fahren wir jetzt mal rein. Ja, das ist jetzt nicht so spektakulär, direkt neben der Straße, aber links ist richtig schön und rechts habt ihr halt Straße. Aber schön, die Seerosen kommen wieder langsam. Herrlich. Herrlich, herrlich. Und hier ist auch so überhaupt kein Wind mehr. Macht irgendwo auch Spaß. Allerdings, oh gut,
die Autos sind ein bisschen nervig, ne? Aber hat auch irgendwie was. Auch irgendwie cool. Hier links der Wald. Ja, ist schön. Schön, schön. Schon wieder weg. Auf jeden Fall ist es auch eine richtig schöne Ecke hier. Er hat mich begleitet, er ist immer ein Stück vorgeflogen. Aber jetzt hat er es begriffen, jetzt fliegt er zurück. Ja, ist auch schön hier. Kann man auch viel beobachten. Herrlich. Ja, und da vorne sind schon wieder zwei Fischreiher, also die gibt es hier echt zuhauf. Schön, schön. Nur leider hauen sie ja immer ab. Ja, guck mal, er ist ein bisschen mutiger. Ja, ich fahre weiter, bleib ruhig sitzen. Cool. Guck, es gibt auch noch vernünftige Fischreiher. Sehr gut. Dann fahren wir auch weiter. Also ich bin nicht irgendwie gerührt oder so, aber ich habe irgendwas eben im Auge gehabt. Eklig. So. Ja, hier wird es wieder so ein Tick windiger, weil da vorne kommen wir dann natürlich auf den Schweriner Außensee und ich denke mal, da wird das kurz pusten. Aber da muss man, glaube ich, wirklich nur so eine ganz kleine Ecke rum. Und dann sind wir wieder am Auto bei der Seewarte. Die heißt Zur Seewarte, habe ich ja schon erzählt. Das ist so ein Restaurant. Aber da kehre ich natürlich nicht ein. Haha, ich habe ja schon meine Muffins gegessen. Die waren übrigens sehr lecker. So, ja, ihr pustet es. Aber ich drehe euch mal wieder um. Aber das Wetter hat sich ja wirklich noch gebessert. Das sah ja erst echt übel aus. Aber so ist das echt schön noch geworden. Der Wind nervt mich zwar immer ein bisschen, das ist eigentlich so das Schlimmste, was einem, finde ich, passieren kann. Naja gut, Regen ist jetzt auch nicht so toll, aber Wind ist noch schlimmer, finde ich. So sieht das hier aus. Hier geht es dann sozusagen in den Außenschweriner See und da sieht man mal schon mal gleich riesengroß. Aber wir fahren jetzt mal hier so rechts rum. Ne? Hier geht es dann gleich. Ne? Hier ist das Signal. Da geht es dann gleich wieder rein. Also ein ganz kurzer Auftritt auf dem Außenschweriner See und hier geht es schon wieder rein. Herrlich, herrlich. Ja. Und dann war es das schon fast. Ja, also hier vorne vor der Brücke ist dann schon der Punkt, wo ich eingesetzt habe. Und da werde ich auch gleich wieder rausstiefeln. So, dann würde ich sagen, kann ich mich ja mal in Ruhe verabschieden von euch. Sind vielleicht noch 50 Meter, dann setze ich eh aus. Die Bilder kann ich euch ja dann noch zeigen, wenn ich den Abspann da schneide. Und ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt an dem Film. Ich kannte die Runde schon, allerdings kannte ich sie noch nicht in grün, sage ich mal so. Also ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich hier vorne nicht schon ein bisschen, wobei das Wetter war auch nicht so der Knaller. Bei Baden würde ich eher hier vorne, hier ist das Wasser richtig schön gewesen und vielleicht sollte man das dann andersrum fahren. Erstmal hier und dann badet man kurz bevor man hier wieder ankommt. Das wäre nochmal eine Möglichkeit. Aber jetzt quatsche ich schon wieder zu viel, weil eigentlich wollte ich ja Tschüss sagen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Also, Tschüss!